FMC Technology präsentiert die SBB Profibox. Ein hochwertiges Einbauelement der neuesten Generation. Die Vorteile der SBB Profibox liegen auf der Hand. Genaue und leicht kalkulierbare Montagekosten. Beidseitig angeraute Flächen garantieren beste Putzträgerqualität. Das Trägermaterial bietet einen guten Schallschutz durch geringes Geräuschverhalten und gute Wärmedämmung durch geringe Wärmeleitfähigkeit. Die SBB Profibox bietet vielseitige Verwendungsmöglichkeiten im Nass- und Trockenbau oder bei Vorwandinstallationen. Bodenseitig sind keine unnötigen Verbinder oder Übergänge mehr notwendig. Im Fertighausbau ist eine Vormontage bereits im Werk möglich. Die Montage erfolgt leicht, schnell und risikofrei, wie im Folgenden erklärt. Auf der Ziegelmassivbaustelle finden wir Wände mit bereits vorhandenem Meterriss vor, an welchem sich der Einbau der SBB Profibox orientieren kann. So kann die Oberkante des Einbauelementes auf der Wand angezeichnet werden. Die Oberkante liegt dabei um exakt 7 cm höher als die Mitte der Wandscheibe. Ein einfaches Nachzeichnen des Einbauelementes und der Hinzugabe von rund um 1 cm markiert den auszustemmenden Bereich. Nachdem die Einbaumulde ausgestemmt ist, wird die SBB Profibox mit Schaumkeilen befestigt und die Ausrichtung gleichermaßen wie die Bündigkeit mit der Wand überprüft. Danach erfolgt das Einschäumen des Elementes und nach dem Aushärten das Entfernen von überstehenden Schaumkrusten. Somit sind alle Arbeitsgänge vor dem Innenputz beendet. Im Trockenbaubereich findet man wieder einen Meterriss vor, an dem sich der Einbau der SBB Profibox orientieren kann. Die Oberkante des Einbauelementes wird angezeichnet und liegt wiederum exakt 7 cm oberhalb der Wandscheibe. Nach dem Einpassen der SBB Profibox und der Überprüfung der Lage folgt die Verschraubung an der Wandkonstruktion. Im nächsten Arbeitsschritt wird der Abflussbogen und das Abflussrohr montiert und eingerichtet. Danach ist die Installation des Einbauelementes abgeschlossen und es kann mit der Dämmung sowie der Verschraubung der Gipskartonplatten begonnen werden. Gleichsam wie nach dem Innenputz der Ziegelmassivmauer können auch nach der Plattenverschraubung im Trockenbau die Schutzkartons wandbündig entfernt und die weiteren Installationsteile entnommen werden. Jetzt führt man die Rohrleitung in die Leerverrohrung ein, zieht diese ein wenig aus der Wandöffnung, sodass die Wandscheibe auf das Rohr gepresst werden kann. Danach können die Rohrleitungen wieder in die Box zurückgesteckt und an den vorgesehenen Stellen verschraubt werden. Nach dem Aufschieben der Leitungsdämmmuffe wird der größere der beiden Schaumstoffblöcke bis zum Anschlag in die Wandöffnung gedrückt. Der kleinere Schaumstoffblock wird zunächst verkehrt in die Wandöffnung nacheingeschoben, wandbündig zugeschnitten und dann wieder seitenrichtig eingedrückt. Fertig. Und jetzt das Wichtigste. Ausgehend von mehrwertsteuerfreien Listenpreisen liegt die Kostenersparnis bei Verwendung der SBB Profibox auf der Hand. Schnell, günstig, professionell. Die SBB Profibox. Von Profis entwickelt, für Profis gemacht. Die SBB Profibox im Vertrieb von FMC Technology. We'll be right back.